Okay, was haben wir denn sonst noch so für Wege? Mal gucken, vielleicht ist ja da oben bei dem einen Pinöpel da irgendwas. Kommt mir so vor, als wenn die mit dem aufgeladenen Angriff besser zu treffen wären. Okay, das sieht wichtig aus. Was bist du? Powerbomben-Container erhöht die maximale Anzahl der mitführbaren Powerbomben. Aha. Voll wichtig. Jetzt habe ich noch mehr Powerbomben, die ich einfach sinnlos verschwenden kann. Geil. Oh. Okay, wo geht's als nächstes hin? Das heitere Rätselraten geht weiter. Gravitationssee. Ist vielleicht beim Gravitationssee unten irgendwas Interessantes? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht? So weit nach unten wollte ich jetzt eigentlich auch wieder nicht, aber okay. Nee, warte mal, ist da ein Haken? Da ist ein Haken. Ah ja, hey. Ich hab schon wieder einen Missile-Container gefunden, den ich mir wahrscheinlich jetzt abholen kann, wa? Yep. Am Ende mache ich unfreiwillig 100%. Yep. Ich sehe es jetzt schon, komm, wie viel habe ich denn eigentlich jetzt? 64% Items, 77% Scan.
Mich würde es nicht wundern, wenn ich am Ende unbeabsichtigt 100% mache. Ja. Da wird so aussehen am Ende. Okay, ich schätze mal, hier unten ist wohl gar nichts. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich an diesen einen Punkt angekommen bin, den ich komischerweise immer wieder in Metroid-Teilen habe. Spielen. Oder eigentlich in Metroidvania, vielmehr gesagt. Wo ich einfach festhänge. Für eine Weile. Und währenddessen finde ich dann haufenweise verschiedene Items. Und irgendwann finde ich dann den einen Weg, wo ich mir dann am Ende vorkomme wie der letzte Vollidiot. Na, egal. Naja, die sind schon ein bisschen nervig. Aber immerhin kann man sie einfrieren und einfach mit einer Rakete in die Luft jagen. Ist da noch was? Nee, ich glaube nicht, oder? Gab's nicht vor allen Dingen irgendwann mal so einen Kampf mit Ridley? Bei dem Dingensbums, wo die ganzen Artefakte sind. Weiß nicht mehr, ob das gewesen war, wenn man 5 hatte, oder ob das erst dann gewesen war, wenn man alle Artefakte hatte. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab's irgendwann einen Kampf gegen den. Ach, ich bin da hinten. Wollte schon sagen, wo zum Geier bin ich eigentlich? Wo ist eigentlich ein Teleporter, das ist hier ein Transporter. Ich sollte mal dahin gehen, da ist ja auch noch so ein kleiner Pinöpel. Das ist da oben, richtig? Was war das für eine Erhöhung? Ich wollte springen, konnte nicht springen, weil ich scheinbar in der Luft war. War nur ein Abschiedsfeuerwerk, mehr nicht. Thank you.
Ach komm schon. Hi. Und auch noch schön dran vorbeigesprungen. Echt jetzt? Das kann doch nicht so schwer sein, Mann. Na, geht doch. Missile-Container. Missile-Container, yeah! War ja so klar. Ich finde sie alle. What? Was war denn das jetzt auf einmal? Ist das irgendwas noch von Tardus, von diesem Boss, der hier war? Oder wie er da weit? Oder breitet sich da quasi der Person da aus und nicht nur das Gestein, was man hier als Boss bekämpfen konnte, war dann lebendig, sondern auch das darum. Sieht echt komisch aus, der Raum. Jetzt hätte man eine Flasche genommen und durchgeschnitten. Ah, verdammt. Okay, muss ich doch bekämpfen. Das war das Labor, ne? Ja, das war das Labor. Hier noch was? Ich höre auf jeden Fall was. Oh, hi. Wobei wahrscheinlich mit einem Plasma-Beam dürfte es bestimmt keine große Herausforderung sein, wa? Dachte ich mir. Hey, Powerbomb!
Und da ist der Missile-Container, an den ich dachte. das habe ich, glaube ich, abgeholt gehabt, ne? Ja. Ah, warte, wie? Deine ausgewachsene Version kann ich einfach anschießen, dich aber nicht? Okay, dafür wirst du einfach mal eben zu Asche verbrannt. Starke Phasonmessung, von mobilem Objekt ausgehend. Ja, aber da muss ich doch runter? Ha! Da muss ich also doch runter und den Schaden fressen vom Phason. Das ist aber irgendwie nicht wirklich einleuchtend. Why? Irgendwie meine ich, dass hier noch ein Item wäre. Das ist aber irgendwie nicht einleuchtend, dass du dann jetzt da wirklich da runtergehen solltest. Hm. Ach, da ist auch noch ein Pinöpel, sehe ich gerade. Ist auch wieder ein bisschen Container. Na, mal gucken. Ich habe allen Ernstes keinen Schaden bekommen, okay. Ja echt, auf den kannst du einfach voll draufholzen. Bei dem anderen musst du auf den Rücken schießen. Hopp, warte, hier ist ja auch noch was gewesen. Wer hätte es gedacht? Oder beziehungsweise, wer hätte damit gerechnet, dass da Missile-Container wieder sein könnten? Und noch ein Missile-Container. Oh, nee, du. Ist da noch mehr? Scheinbar nicht, okay. Scheinbar wohl nicht. Hätte ja sein können, dass da... Ja, bin ich ja gerade oben gewesen, ne? Ja. Hätte ja sein können, dass da oben ein Weg ist, aber... Gut, gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, ich war wirklich unbeabsichtigt, 100%. Dahinter noch was? Nö, hätte ja sein können. Ja, das stimmt, die Musik ist wirklich cool. Ich meine, die ganze Musik, die im Spiel hier ist, gefällt mir, aber die von Phandrana ist irgendwie... Ich finde die irgendwie am besten. Bin ich ein Magma?
Ah ja, ich bin Magma, okay. Das trifft sich ja gut. Ach, da muss ich ja schon wieder da hinten hin. Flammenwerfer. Dass sie ausgerechnet genau in dem Moment angehen, ne? Das haben die auch mit Absicht gemacht, dass er genau in dem Moment so getimed ist, dass du dann... Du kommst rein, springst, boom, getroffen. Und jedes Mal fällst du drauf rein. Will eigentlich nicht flambiert werden, aber okay. Das nächste Mal renne ich einfach da durch. Geht schneller. Habe ich den nicht getroffen gehabt? Der sah doch gerade so aus, als wenn er getroffen worden wäre von mir. Egal. Gab's da unten eine Speicherstation? Ja, oder? Ich hoffe mal ja. Weil dann kann ich da hingehen, speichern und mal gucken, ob ich verrecke oder ob ich mein Ziel erreiche. Speicherstation... Oh, ich bin direkt davor. Okay. Dann wohl alles oder nichts, wa? Ich muss nicht schon jetzt meine komplette Gesundheit verlieren. Hängt er da mal schön ab. Bye-bye. Tschö? Verdammt, ich habe vergessen, dass ich nicht springen kann. Wenn ich runterfall. Mir wäre jetzt zwar ein bisschen mehr Gesundheit lieber, aber okay, dann halt nicht. Oh.
Ist nur so ein Stück, okay. Ja, ist er. Sicherheitsbarriere aktiv. Das Steuersystem befindet sich auf der anderen Seite der Barriere. Danke, Game. Danke, dass du mir sagst, dass es auf der anderen Seite ist. Echt jetzt? Dann ist das hier der Ausgang. Ich gehe zum Ausgang rein. Das Spiel will mich doch verarschen. Darf's da oben dann doch haken? Dann habe ich die ganze Zeit nicht gesehen? Ha. Huh. Okay, wo geht's dahin, wo ich hin will? Einmal nach rechts, okay. Oh, hi! Oh ja, war ja klar. Oh, was ist das? Ein Eiszapfen im Gesicht? Und droppst du was Tolles? Boah, 20 Energie nur. Goddammit! Samus, treff doch mal! Du willst eine Kopfgeldjägerin sein, wenn du nicht mal aus nächster Nähe triffst?
das hier dunkler als sonst oder kommt mir da gerade nur so vor? Ich sehe hier null. Oh, warte mal. Jetzt sehe ich mehr.